eat it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Sinn und Zweck des Events war halt auch zu zeigen, dass ein Hahn geschmacklich top ist. Also einwandfrei, nicht zäh, man keine Expertise braucht, um das Ding zuzubereiten, sondern man es mit ganz normalen haushaltsüblichen Mitteln so zubereiten kann, wie auch ein handelsübliches Huhn. Also das Thema Hahn ist aktuell für uns so wichtig, weil wir als Gesellschaft gar nicht wissen, was passiert gerade mit Hähnen. Ja, in den letzten Wochen und Monaten war das ja immer wieder ein Riesenthema mit dem Kükentöten. Und für mich ist das als Landwirt und irgendwie auch dann auf irgendeine Art Tierfreund und Tierschützer nicht akzeptabel. Wir haben das gar nicht auf dem Schirm, dass nur die Hühner verwendet werden oder Verwendung finden und das männliche Pendant geschreddert wird und getötet wird, bevor es irgendwie eine Möglichkeit hat, ein Lebewesen zu werden. Für mich stellt sich einfach die Frage, wie kann ich eine Landwirtschaft umsetzen, in der ich irgendwie meinen ethischen Ansprüchen gerecht werde, in denen ich auch irgendwie wirtschaftlich überleben kann. Wir haben uns für das Format eines Pop-Up-Dinners entschieden und verschiedene Presse und Blogger eingeladen, weil wir einfach die Möglichkeit sehen, eine relativ große Reichweite für dieses Thema dadurch zu generieren und so viele Leute wie möglich davon zu überzeugen, dass Hähne auch schmecken. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen und auch Menschen darauf zu stoßen, die das vielleicht nicht notwendigerweise auf der Straße finden würden, das Thema. Beim Thema Hahn werde ich immer wieder darauf angesprochen, ob das nicht einfach zäh ist, weil die Tiere sind ein bisschen schmaler als die du irgendwie aus der Fabrik kennst. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn man dem Produkt wirklich die Zeit gibt zu reifen, und das ist einfach wie beim Wein, es braucht einfach die Tiere, die müssen lang genug wachsen, und dann ist es auch einfach wirklich so, dass du ohne größeren Aufwand und ohne dass du irgendwas ganz schrecklich beachten musst, einfach zu einem guten Ergebnis kommst.